9 Monate lang gab es kein Video auf Elektrotechnik einfach erklärt. Warum die lange Pause und wie es endlich wieder losgeht, kommt jetzt. Der erste Grund für die lange Pause ist eine große Kooperation, die ich Ende 2022 mit E.ON Deutschland eingegangen bin. Für den Kanal Electrip von E.ON Drive haben wir einige coole E-Mobilitäts Technik-Grundlagen-Videos produziert, vom Weg des Stromes über die Funktionsweise von Wallboxen bis zur Frage, können 10 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs sein? Schaut einfach mal bei Electrip vorbei. Und zum anderen gibt es privat 2 ziemlich große Updates, Nummer 1 hier und Nummer 2 hier. Ja, es gibt Elektrotechnik einfach erklärt Nachwuchs und das alles hat neben meinem Hauptjob in der Leistungselektronikentwicklung dazu geführt, dass aktuell eben keine neuen Videos kamen. Das heißt aber nicht, dass ich komplett untätig war, ganz im Gegenteil. Ich habe die Zeit genutzt und habe zum Beispiel meine Kamera geupdatet auf eine Sony Alpha 7 IV, an der ich sehr, sehr viel Spaß habe. Ich habe an meiner Beleuchtung gearbeitet und bin mit Premiere Pro auf ein professionelles Schnittprogramm gewechselt. Inzwischen habe ich auch schon wieder einige coole Videos in Vorbereitung. Es wird aber auch in Zukunft so sein, dass immer mal wieder längere Pausen entstehen werden zwischen den Videos. Zum einen natürlich der Zeitfaktor, aber zum anderen will ich auch wirklich nur ein Video produzieren, wenn ich ein geiles Thema habe, was euch wirklich auch was bringt. Weil ich sag mal, Videos mit fraglichem Mehrwert gibt es ja inzwischen schon mehr als genug auf YouTube. Und deswegen ist das so die Philosophie, mit der ich weiter verfahren will. Lasst mich gerne wissen, was ihr von dem Ansatz haltet. Damit genug Kurzupdate. Kommende Woche steigen wir mit einem spannenden Hardware-Elektronik-Thema ein. Seid gespannt. Bis dahin, macht's gut und ciao.